Zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Ich wollte eigentlich noch in das scheiß Lager hinten reingehen, verdammte Kacke. Das habe ich jetzt komplett verrissen. Was? Eine kluge Entscheidung. Ich muss ja mitkommen. Karls Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Karl versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Ich kann nicht verstehen. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Gehen wir. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Etwas. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Immer nach vorne schauen. Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouetten berühren. Die Gebrechlichkeit des menschlichen Lebens. Ich habe meine eigenen Augen Monster gesehen, die nicht existieren sollten. Ich bin durch die Ruinen einer Stadt gewandelt, die von Toten bevölkert ist. Aber das ist alles wahr, real, begreiflich. Ja. Ja, begreiflich, diese Dinge, die um Khan herum vor sich gehen, jedoch liegen außerhalb meines Verständnisses. Ich fühlte mich in seiner Nähe unwohl, sogar verängstigt, wenn er ein Unwesen ist. Scheint alles
scheint alles, was ich von diesem Welt kenne, Leute, den Tod, sogar mich selbst, unsinnig zu sein. Ich habe keinen Bezugspunkt, niemand auf den ich mich verlassen kann, außer Kahn selbst. Noch so eine zufällige Begegnung oder vielleicht doch nicht so zufällig. So ganz zufällig. Mama? Wo bist du? Zur Seite, Artyom! Okay. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Ah, also tut uns quasi der Zug der Vergangenheit quasi in seine Gegenwart anziehen. Gehen wir. Immer nach vorne schauen. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Ich bin nicht so lustig. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterio manto. Alom rom om. Alom rom om. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterium alom rom om alom rom om. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Hä? Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Nicht in die Kiste? Nee, ist klar. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden, meinst du nicht auch? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Pilze wohnen. Scheiße! Nur eine Ratte, was bist denn du? Ja, wirklich. Du musst dich schon gegen Schlimmeres kämpfen, beziehungsweise sehen. Schiebe, bist du da los? Pilzen. Hallo.
gehe mal davon aus, dass die ganzen Kisten alle leer sind. Also kann es konzentrieren. Okay. Neues Magazin, Jungs! Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Ich habe eigentlich gedacht, die schießt dann viermal. Aber die schießt ja nur zweimal. Übel nervig. Konzentrieren. Mein Fokus ist hier voll. Mein Fokus ist on point. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Nicht bewegen. Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Psst. Ja. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Die Dinge habe ich gebankt. Ist nicht der Donald. Vorsichtig. Hui! Scheiße! Achtung, die Viecher kommen zurück.
weiter so. Heilige Scheiße. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Okay. Alles, was du sagst, Digi. Alles, was du sagst. Schön pumpen. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Weh, verpasst. Um ehrlich zu sein, habe ich Khan zuerst für einen Verrückten gehalten, dann bekam ich Angst vor ihm. Jetzt wundere ich ihn. Es ging in der Metro, die das Auge nicht sehen kann. Deutet aber nicht, dass sie nicht da sind. Wenn Khan mich nicht durch diesen seltsamen Ausläufer der Metro geführt hätte, wenn er mir nicht geholfen hätte, die unsichtbaren Hürden zu überwinden, mich nicht vor den geheimnisvollen Gefahren gewarnt hätte, dann wäre meine Reise schon vor langen zu Ende gewesen. Es ist kein Wunder, dass ich ihn glaubte und ihm meine Geschichte erzählte. Ich habe so viele Fragen an ihn. Er scheint alle Antworten zu kennen. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher! Geh doch mal. Gucken.
deshalb BOOM gemacht. Hey. Platz. Danke. Abhauen. Seid ihr, du Sträuch? Eieieiei. Doch einfach nur gucken, was da. Das ist eine bescheuerte Stelle hier. Ich will doch einfach nur ein bisschen rumgucken. Ist wirklich so viel verlangt? Er lebt noch, Peter. Nimmer. Ey, ihr könnt ruhig schießen. Ich bin da nicht so. Eine Kritze. Deckung, Jungs! Komm. Wie lange müssen wir?
Nomaden! Danke. Scheiße. Danke. Problem. Wir sind ja wieder, wie lange der Bums hier noch geht. Mehr. Wieder von der Seite. Scheiße. Jungs. Chill. Jungs. Einen wunderschönen gesegneten Abend. Einfach.
Schiebe ich denn hier wahllos? Welche von mir? Shit. Bisschen ein komischer Kanister auf jeden Fall. Muss dir doch irgendwas geben, verdammt. Verdammt. Hä? Jetzt haben wir nicht, wo ich hin muss. Wo meine Aufgabe sind. Vorsitzen beenden. Ja gut.
gehen Sie zur Police, finden Sie dort. Ranger, ne, was er verflucht ist, finden Sie einen Weg in die Luftschächte. Und Sie machen ihn mit einer Bombe. Finden Sie einen Weg. Ich muss die linken Luftschächte mit einer Bombe zerstören. Ja, das ist wahrscheinlich die Bombe, die ich mir eingesammelt habe. Okay, dann muss ich neu laden. Oh, Digga. Okay. Also, ich muss die Bombe finden, dann den linken Tunnel zerstören. Mit der Bombe. Alles klar. Gut, auf der rechten Seite liegt die Bombe, also der Kanister mit der Bombe. Und auf der linken Seite muss ich den deponieren. Okay. Ach, ich bin zurückgerannt. Besser. Nein, scheiße! Okay. Scheiße, das ist ein Problem. Ich hab die Bombe schon einstecken. Sie eine Station, finden Sie einen Weg, die Luftlöcher zu schließen.
sonst ein ganz normaler Spazierbetriebshundekoppel, oder? Eine Bombe oder was? Was man weg hat. Ist nichts. Jetzt kommen hier so viele Monster. Einen Weg finden, die Schächte zu schließen. Aber ich habe die ganze Zeit nur jede Bombe gesehen. Finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Beschreiben Sie die Situation in der Messe. Luftstation, finden Sie einen Weg. Die Luftschächte. Luft. Muss nachladen! Seltsam. Die Luftschleuse schließen. Ich hab bis jetzt nur eine. Hä? Muss ja oben noch die Luftschleuse muss ich noch schließen. Oben, wo die ganze Zeit rauskommen, wo ich ja das Ding aufgesammelt habe.
Oh, ist das so krass. Ich hätte einfach nur Dings machen müssen. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Polis willst, musst du eine Umleitung machen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat. Sollten die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, Herr Waffenschmidt. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Das wär's. Rein da. Sträuch. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Alter, bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmidt. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten.